Ich habe meine Karls- und Hayabusa-Manga für Oktober bekommen und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Als erstes gab es den neuesten Band von Hunter x Hunter Band 37, One Piece Band 105, Boruto Band 18, Dragon Ball Super Band 19, den Abschlussband von Dr. Stone, Neon Genesis Evangelion Band 6, Tokyo Revengers Band 10, das Shonen Jump-Werk Undead Unluck Band 11, ein bisschen Slice of Life mit Insomniacs Band 8, den Abschlussband von The Killer Inside Band 11, den Island-Manga Folge den Wolken nach Nord-Nord-West Band 6, ein bisschen Thriller mit Dragonhead Band 4 und von Hayabusa Alice in Borderland Band 6 und den Neustart Dracula von dem gleichen Mangaka wie Innocent und The Climber. Welche Manga holst du dir von Carlsen oder Hayabusa im Oktober oder hast du Feedback zu den gezeigten rein? Schreib's gerne in die Kommentare.